Wir versuchen zu verstehen, wie Zellen ihr wichtigstes Gut schützen, die Information, die sie in Form des Erbguts haben. Also wir untersuchen, wie im Prinzip die Moleküle des Lebens aufgebaut sind und wie sie funktionieren. Das machen wir mit Hilfe von Proteinkristallographie und Elektronenmikroskopie. Das sind sehr mächtige Arten von abbildenden Techniken. Und wir klären im Prinzip auf, wie Eiweißmoleküle aufgebaut sind, wie sie mit anderen Biomolekülen interagieren. Dieses Erbgut wird immer angegriffen von fremden Organismen, Viren, Bakterien zum Beispiel, oder eben auch von Umwelteinflüssen, DNA-Schäden. Und ohne diese Schutzmechanismen, die wir haben, entarten die Zellen, es entstehen Krebszellen und so weiter. Wie finden diese Moleküle, die Eiweißmoleküle, die Reparaturfaktoren, wirklich ein einziges DNA-Ende im komplexen Zellkern? Was ist die molekulare Choreografie? Das versuchen wir zu verstehen. Am Anfang aller guten Wissenschaft, so hat man in den Anfängen der Wissenschaft gesagt, also Aristoteles, Metaphysik 1,2, am Anfang aller guten Wissenschaft steht nicht die Erkenntnis, sondern das Staunen. Und so ist es auch bei Herrn Hopfer, denn von seinen Forschungen sagt er selbst, ich zitiere, Strukturbiologie ist immer eine Reise ins Unbekannte. Wir stellen uns natürlich immer vor, wie so Prozesse des Lebens funktionieren können. Aber wenn man dann die Moleküle vor sich hat, dann ist es doch immer wieder aufregend und neu. Das ist ins Allgemeine gewendet natürlich die Situation des Labors und als solche zurück ins Individuelle gewendet das grundierende Moment von Forscherleidenschaft überhaupt, wie sie Herr Hopfner seit Beginn seiner akademischen Laufbahn begleitet hat. Von seiner Doktorandenzeit am Max-Planck-Institut für Biochemie in Martinsried, das ist da, wo ich wohne, ich weiß ungefähr, worum es sich handelt, bis hin zum Ruf an die Universität München, an der er seit 2001 forscht. Dass es nicht beim Staunen geblieben ist, belegen die wissenschaftlichen Leistungen von Herrn Hopfner dabei sehr eindrücklich. Viele wegweisende Entdeckungen auf dem Feld der DNA-Reparatur und der zellulären Erkennung fremder Nukleinsäuren gehen auf ihn zurück. Grundlegende Neuansätze der Struktur- und Genombiologie sind eng mit Ihrem Namen verbunden, Herr Hopfner. So konnte Herr Hopfner beispielsweise erstmals Moleküle beschreiben, die Chromatin und andere DNA-Proteinkomplexe strukturell beeinflussen. Auch zur DNA-Doppelstrangbruchreparatur hatte er einflussreiche Arbeiten vorgelegt und konnte den Mechanismus eines zentralen mRNA-Komplexes und Sensors für DNA-Schäden entschlüsseln. Nicht zuletzt konnte er erstmals herausarbeiten, auf welche Weise zelluläre Sensoren des angeborenen Immunsystems bei Infektionen virale oder bakterielle Nukleinsäuren erkennen. Meine Damen und Herren, mit Herrn Hopfner zeichnen wir heute einen Strukturbiologen aus, der sich das Staunen erhalten hat, es aber auch in Erkenntnis zu entwickeln weiß und gerade deswegen zählt er heute weltweit zu den führenden Forschern auf seinem Gebiet. In Anerkennung dieser Leistungen erhalten Sie den Leibniz-Preis, wozu ich Ihnen sehr von Herzen gratuliere.